Hallo zusammen, ich möchte die Löwe-Sternzeichenlegung machen für Juni. Wir schauen mal, was die Karten sagen. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft. Ihr könnt aber auch Aszendent, Venus, Mondzeichen anschauen, das, was euch anspricht. Und dort ist dann vielleicht eine Botschaft für euch. Gut, wir schauen für den Löwen im Juni. Eine Hauptüberschrift. Wir haben, öffne dein Herz und deine Seele für eine Partnerschaft, die einer freien Welt würdig ist. Und vielleicht geht es nicht nur um Partnerschaften, sondern auch wirklich um zwischenmenschliche Beziehungen, wo deinem Ideal entsprechend dieser freien Welt würdig sind. Aber wir schauen mal mit Orakelkarten, ob wir dazu eine Ergänzung bekommen für Löwe im Juni. Ja, Geduld. Vielleicht warst du lang geduldig oder sollst du ein bisschen Geduld haben. Wir schauen. Ja. Ich sehe, wo das hingeht. Du hast hier Anfeindungen erhalten, weil du hast dein Herz geöffnet. Und es sollte wirklich sagen, öffne dein Herz trotzdem für Partnerschaften, für Freundschaften. Aber nur, wenn es der Welt würdig ist, weil diese Anfeindung brauchst du nicht. Und diese Geduld, ich glaube, das liegt in der Vergangenheit. Du warst geduldig, aber da war ein bisschen unschöne Energie, eben diese Anfeindungen. Aber es soll dich nicht davon abhalten, dich trotzdem weiterhin zu öffnen. Aber vielleicht diesen Blickwinkelwechsel darauf zu werfen, ja, was deiner würdig ist. Gut, wir schauen mit Tarotkarten. Auch bei dir der Sieg. Und sobald du diesen Perspektivenwechsel gemacht hast, werden diese Partnerschaften in dein Leben kommen, diese Freundschaften, die dir und deinem, deinen Idealen würdig sind. Du bist geerdet und stabil, aber trotzdem ist dieser Umbruch drin, aber nur damit du zur Herrscherin reifen kannst. Und ich glaube, diese Anfeindungen, wo in der Vergangenheit liegen, haben dazu gedient, dass du wirklich diesen Entwicklungsschritt noch machen konntest. Weil du jetzt wieder bei dir bist, als Königin der Stäbe, ein Feuerzeichen, Löwe, Feuer. Und dass du rausgehen kannst aus dem Gedankengefängnis. Gut, diese Belastungen, ja, das ist eben diese Lernaufgabe gewesen aus der Vergangenheit. Und diese Belastungen wollen jetzt im Juni gehen. Vielleicht geht es nicht ganz so schnell, wie du denkst, weil hier die Geduld noch liegt. Oder du warst schon sehr geduldig, bis das kommen kann, aber schau, der König der Kelche, diese emotionale Offenheit, bringt dich in diesen Perspektivenwechsel. Du wirst diesen Blickwinkelwechsel machen, weil dieser König der Kelche steht jetzt sinnbildlich wirklich für diese Herzöffnung, für Partnerschaften, die einer freien Welt, deiner freien Welt würdig sind. Und hier diese Verbindlichkeit, diese Lernaufgabe, Verbindlichkeit mit dir, damit du nicht zu viel gibst, aber auch wirklich auf das Geben und Nehmen im Außen zu achten, dass du nicht mehr in dieses Ungleichgewicht kommst. Es ist noch ein Transformationsprozess, der nicht ganz abgeschlossen ist, aber das Endresultat wird sein, dass du dich wirklich, dass du dein Herz öffnen kannst und das machen wirst. Wir schauen trotzdem mal auf die Geduld. Vielleicht ist es noch ein anderes Thema. Ja, wenn es sich so anfühlt, als ob du nicht rauskommst aus diesen Anhaftungen, aus diesem Gedankengefängnis. Hab Geduld, es wird kommen. Und es wird wirklich so kommen, dass du dich öffnen kannst und dass dann schöne Partnerschaften, Freundschaften in dein Leben kommen können. Wir schauen auf die Anfeindung. Ja. Vielleicht auch der Hinweis, sei dir bewusst, wenn du Anfeindungen erlebst, dass das auch oft aus Angst von der anderen Person passiert. Wenn die Personen frustriert sind, weil sie nicht ernten können, weil es Stagnation gibt bei ihnen, dass du deswegen angefeindet wurdest. Aber du bringst dich in Balance und somit kommt auch die Gerechtigkeit. Also Ruhe bewahren und trotzdem immer schön im Herz bleiben und nicht zu sehr feurig sein. Wir schauen schnell auf diese Frau, die ein Herz hält. Du hast daran gearbeitet und du hast wirklich daran gearbeitet, auch bei dir diese männliche und weibliche Seite, zu verbinden, damit du bei dir bist und dich wieder öffnen kannst. Und das wird im Juni passieren. Du wirst dich öffnen können
und wirst diese Abgeschlagenheit und Ausgelaugtheit ablegen können. Ja, Königin der Münzen, nochmal wie vorher. Auf der einen Seite kriegst du viel Stabilität und Sicherheit, auf der anderen Seite kannst du dich aber auch wieder öffnen und in dein natürliches Naturell gehen, weil diese Zurückhaltung jetzt in der Vergangenheit liegt und du wieder dich öffnest. Gut, und zur Ruhe kommst. Wir schauen ein Krafttier für Sternzeichen Löwe im Juni. Die Wespe. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel und das sind diese Anfeindungen. Du hast das erlebt und nichtsdestotrotz, du wirst das ablegen im Juni und du wirst diesen Stachel ja, aus dir rausziehen und nach vorne gehen und wieder in deine Kreativität, Leidenschaft und Feurigkeit gehen können. Ein Engel für die Löwen. Engel der Entlastung. Wirf unnötigen Ballast ab, um wieder lachen, träumen und fliegen zu können. Und sobald du das machst, wirst du dich automatisch wieder öffnen für ja, Beziehungen, die für dieses freie Leben, für diese freie Welt, in der du dann bist, in dieser Leichtigkeit. Ich habe den Faden verloren. Wo in dieser Leichtigkeit auf dich zukommen und in deine freie Welt passen. So. Glenemont für die Löwen im Juni. Ja, wir schauen mal, ob du das bist oder dein Gegenüber. Ich denke, du bist das. Du gehst näher in die männliche Energie, lässt Reichtum und Fülle in dein Leben und eben auch die Fische für diese Partnerschaften, wo dir würdig sind. Die werden in dein Leben kommen. Vielleicht bist du im Moment noch in dieser Verwirrung, weil du nicht weißt, wohin. Aber dieser Pavillon hier ist noch im Labyrinth, aber du wirst rausgehen aus diesem Labyrinth. Du wirst die Treppen hochgehen zu diesem Pavillon und dort wird dann etwas Schönes erblühen können und eben vielleicht diese Partnerschaften auf Augenhöhe, respektvoll und diese Sicherheit und Stabilität in dir. Und das wird kommen. Die Masken fallen und das sind diese Anfeindungen. Du wirst das nicht mehr in dein Leben lassen oder nicht mehr verhalten in deinem Leben. Ja, gut. Du wirst dieses Kapitel schließen. Und das ist gut so. Mach dich frei, weil wenn du frei bist, dann kommen Menschen zu dir, die sich auch so fühlen und das gibt dir sehr viel Leichtigkeit für den Monat Juni. Okay, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis bald. Ciao, ciao.